So, hallo, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von City Bus Manager. Ich habe nichts gemacht, es ist nur ein bisschen fortgeschritten die Uhrzeit. Deswegen müssten wir uns so langsam mal beeilen mit den Fahrplänen. So, wir schalten mal kurz auf Pause, denn die Fahrpläne, ich habe mich übrigens gekümmert, sollte eigentlich flüssiger laufen. Also hier bei mir läuft flüssig. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, werde ich dann nach der nach der Aufnahme sehen. Mal gucken. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So, auf jeden Fall. Müssen wir die Linienplanung machen. Also hier steht noch Lagerraum. Ich brauche noch ein Lager. Ich habe es vergessen. Bauen wir auch noch schnell das Lager. Es ist ja keine große Sache jetzt hier. Da brauchen wir eine Halle, ne? Oder was? Genau, eine Halle. Die bauen wir auch direkt hinten an die Werkstatt dran. Genau, so. Da können wir nämlich. Ne, ich bin doof. Ich bin einfach nur doof. Wir brauchen einen Lagerraum. Jetzt. reißen wir mal schnell wieder ab. So, zack. Ja, gut, eins zu viel. Ist auch nicht so schlimm. Weil hier kommt ja eh der Lagerraum hin. So. Eine Tür bauen wir noch rein. Und dann. Dann machen wir hier noch ein paar Lagerregale rein, genau. So, damit dann unsere bestellten Teile. Ach, das war schon wieder so doof. Damit dann unsere bestellten Teile auch dementsprechend benutzt werden können. Was dann auch unsere fleißigen Mitarbeiter auch einräumen werden nachher. Wenn die Ware dann kommt, frühs um 9. Genau, deine erste Linie. Das machen wir jetzt mal. Ich würde sagen, wir fangen auch mit der Linie. Mit welcher fangen wir an? Die 1 können wir machen. Ist eine sehr zentrale Linie. Die 2, naja, die 3. Die 4 ist, nee, eher Überland. 5. 5 ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, wir machen zuerst die 5. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir machen zuerst die 5. Das ist nämlich so eine sehr zentrale Linie, die auch zum Krankenhaus führt. Haben wir das Krankenhaus hier drin? Ja, das Krankenhaus haben wir. Sehr gut. Das heißt, wir können es auch bauen. Das ist wunderbar. So, dann neue Linie. Eigene Linie. Das ist die 5 von der STFF. Das ist Stauffenbergstraße. Stauffenbergstraße zum Klinikum. Das Ganze ist eine blaue Linie. Keine Ahnung, warum es eine blaue Linie ist. Ich habe es einfach mal so entschieden und wir starten Stauffenbergstraße, Einstieg Linie 3,5. Dann geht die natürlich hier auch nach Lützendorf ins BBZ. Wo geht es noch in Heldrunger Straße? Geht es als nächstes? Müssen wir kurz orientieren. Ich glaube, die Haltestelle ist hier. Das ist für die Gegenrichtung, müsste die sein, genau. Dann geht sie hier lang. Altersburger Straße gibt es ja gar nicht. Doch hier. Dann zum Hauptbahnhof. So. Jetzt haben wir nämlich ein Problem. Wo lassen wir den jetzt halten? Weil ich kann das nämlich nicht, glaube ich, nicht realistisch machen. Wenn ich sagen will, der soll hier drüben halten, hält er auch da drüben und fährt dann einfach wieder zurück. Das ist halt ein bisschen doof. Was mich mir wirklich wünschen würde für die Zukunft für dieses Spiel, wäre wirklich, wenn man diese Fahrwege noch ziehen könnte mit verschiedenen Triggerpunkten, die man hier setzen kann dann, dass der auch dann wirklich dann real lang fährt. Wir lassen es erstmal so. Ich könnte jetzt zwar hier nochmal eins hinsetzen, dass der dann wirklich hier rumeiert. Können wir eigentlich mal machen. Können wir probieren, ob das geht. Ja, siehst du, dann geht er nämlich schon hier hin. Und das ist dann unrealistisch. Wenn wir dann hier drei Haltepunkte vom Hauptbahnhof haben, dann benennen wir die einfach um. Das ist dann Positionstrigger. Und das hier ist dann auch ein Positionsträger. Ein POS nehmen wir das. Wir nennen es einfach POS, okay? POS ist ganz gut, das ist unkompliziert, das gefällt mir. So, genau. Okay, dann sind wir am Hauptbahnhof. Das ist natürlich jetzt eine Haltestelle, ne? Wird jetzt als Haltestelle erkannt. Da nehmen wir aber für alles dieselbe Abfahrtszeit, würde ich sagen. Gut.
Dann in echt ist der Stadtring zwar gesperrt bei uns, wir fahren aber trotzdem über den Stadtring. Das juckt mich jetzt hier relativ wenig. Na, das ist halt jetzt hier wieder doof, ne? Dass er hier so ein Geier da macht. Ach, das ist doch scheiße. Ja, warum ist denn der Stadtring überhaupt dazwischen? Löschen. Ah, wir müssen hier hin. Jetzt geht's. Stadtring? Genau, jetzt fährt er die Umfahrung. Korrekt. So, dann hier fährt natürlich die 8 lang. Ich bin aber. Ah, ne, wir machen es real. Wir machen es wirklich real. Dann Hermann-Brill-Platz. Dann nehmen wir noch die Schwanseestraße mit. Und dann gehen wir zum Goetheplatz. Hier ist die Haltestelle. Gehen wir zur Gropiusstraße. Haltestelle ist jetzt mittlerweile auch weiter vorne. Die nehmen wir dann hier hin. Dann zum Wielandplatz. Und dann gehen wir hier die Amalienstraße hoch zum Possession Garden. Und gehen dann in die Karl-Hausknecht-Straße. Na, da, ach, naja, das ist doch scheiße. Das ist doch doof. Ja, jetzt. Okay, setzen wir uns halt ein bisschen weiter unten hin. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Dann nehmen wir auch noch den Friedhof mit. Das ist hier dann die Haltestelle. Und dann fahren wir hinter zum Klinikum. Genau, da fahren wir noch mal kurz zum Hospitalgraben hinter. Das lasse ich jetzt so. Normalerweise fahren wir hier hinten rum. Das lasse ich jetzt so. Da fährt er halt wieder zurück. Klinikum, genau. Dann in die Leonel-Feininger-Straße. Und das Ganze dann wieder zurück. Dann wieder zum Friedhof. Wie fährt denn der jetzt hier oben? Oh, der fährt sogar den richtigen Weg. Davon bin ich jetzt überrascht. Ja gut, dem bleibt auch nichts anderes übrig. Ja doch, er hätte hier lang. Ne, das ist ja keine offizielle Straße. Genau, Friedhof, dann zur Rudolf-Breitscheid-Straße. Dann zum Possession Garden. Zum Wielandplatz. Zur Gropiusstraße, die nicht hier ist. Die Gropiusstraße ist dort. Das ist auch der falsche Goetheplatz. Der richtige wäre das hier. So, und dann fahren wir wieder da rein. Das Ganze dann wieder zur. Das kriege ich jetzt nicht ganz hin hier, die Haltestelle. Nehmen wir sie hier vorne hin. Schwanseestraße. Zum Hermann-Brill-Platz natürlich wieder. Und dann wieder hier hoch zum Stadtring. Das Ganze noch wieder zum Hauptbahnhof. Da halten wir dann hier. Und fahren dann mit den Positionsmarkern, die gar nicht so dumm von mir waren, muss ich sagen. Hier wieder hoch zur Eddisburger, dann zur Heldrunger, dann wieder zum BBZ, wo ich gerade merke, dass wir die falsche Haltestelle gerade eben benutzt haben. Ist aber nicht so schlimm. Lützendorf, auch wieder. Die Haltestelle ist normalerweise auch hier ungefähr so. Und dann wieder zur Stauffenwerkstatt. Warum der auch hier diesen Schlenker fährt, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, das ist doof. Das ärgert mich jetzt. Das habe ich zu spät gesehen. Der fährt jetzt sowieso. Obwohl, wenn ich hier jetzt nochmal so ein POS hinmache. Was macht denn er jetzt? Fährt denn er jetzt lang? Ne, das ist ja. Jetzt. Na, muss halt so gehen. Und dann hier wieder hinter. So. Das ist wieder ein. Das ist wieder ein POS. Ich nenne es einfach so, ob das. Mir egal, ob es eigentlich richtig ist oder nicht. City Fitness, da können sie auch laufen, da brauchen wir keine Haltestelle. Das ist auch wieder die POS. Also ein POS. Einstieglinie 1. Ach da. Aha. Nehmen wir auch wieder ein POS. Gut, okay. Dann haben wir die Linie 5. Schon mal fertig. So, jetzt geht's an Fahrplan. Also, wir brauchen jetzt für diesen Intervall drei Busse. Wir wollen aber nur. Wir machen das mal professionell. Also, wir sehen jetzt hier, wenn wir runtergehen, dass der Runde 61 Minuten dauert.
Ich würde aber gerne in 60-Minuten-Takt fahren, bin ich ehrlich. Ganz einfach aus dem Grund, weil das sonst, wenn wir jetzt nur alle 90 Minuten, anderthalb Stunden fahren würden, das wäre zu lange. Das wäre zu weit auseinander. Deswegen lieber alle 60 Minuten und dann bearbeiten wir mal hier das Ding hier mit dem Fahrplan noch mal ein bisschen. Ne, das machen wir auch 102. Da geben wir den 2 Minuten bis zur Heldrunge. 2 Minuten. Ach komm. Naja. Aber wir müssen halt auch darauf achten, weil wenn wir das zu wenig geben, bekommen die auf dem Weg Verspätung. Und das ist dann wieder grenzwertig. Dann kommen wir nämlich nicht auf den Takt. Wisst ihr wie? So, hier machen wir auch eine 8 raus. Das ist ja in Ordnung. Stadtring. Ja, 2 Minuten. Hermann-Bröll-Platz, 4 Minuten, das ist okay, das machen wir aber mal auf. Es geht nur in 2er Schritten, okay, cool, komisch. Schwanseestraße, na, braucht da schon eine Minute. Zum Goetheplatz, eine Minute. Zur Krubiusstraße. Lassen wir mal 2 Minuten wegen der Ampel. Und hier zum Wiedernplatz eine Minute, das ist okay. 20, Ampo Section Garten. Ja, 22 zur Hausknechtstraße, das ist okay. 23 Friedhof, 25 Hospitalgraben, das ist knapp, aber noch akzeptabel. Eine Minute zum Klinikum, das passt auch. 27 zur, jawohl, am Friedhof, so also dann 30. Rudolf-Breitscheid-Straße, 32. Ja, das ist schon ein recht langer Weg, da hauen 2 Minuten eigentlich schon hin. Ja, vom Possession Garten zu Vierenplatz geben wir denen nur eine Minute, wir müssen Zeit sparen, Leute. Gropiusstraße. Gib mal auch wieder 2 Minuten, komm. Auch wieder 2 Minuten. Dann auch wieder 2 Minuten. Jawohl, eine Minute, das passt. Zum Stadtring dann. Ach komm, der braucht. Gib mal die 2 Minuten zum Stadtring, das ist okay. Jawohl. Ja, deswegen haben wir so viel Zeit hier drin. Natürlich ist das die gleiche Ankunftszeit. So, das sind nämlich schon bei 54 Minuten, die der Umlauf dauert. Heldhungerstraße 48, BBZ 50. Da braucht keine 3 Minuten bis da hoch. Lützendorf 51. Und das Ganze machen wir hier dann 52. Das können wir so machen. Genau, weil so können wir nämlich dann im 60-Minuten-Takt fahren. Das ist okay. Den lassen wir auch erstmal bis Sonntag aktiv, den Plan. Und wir fahren auf jeden Fall von 5 bis Dings, bis 20. Ach nee, wir können ja in einer halben Stunde fahren, weil wir haben ja zwei Busse, ne? Genau, wir können ja theoretisch in. Genau, da brauchen wir zwei Busse. Wenn wir alle halbe Stunde fahren, da hat er auch noch sogar tatsächlich. Ne, das passt ja eigentlich gar nicht, oder? Weil, also überlegen wir jetzt mal logisch, wenn wir in einer Stundentakt fahren würden, dann würde der eine, wenn er wiederkommt, eine Stunde stehen, weil der andere los wäre, theoretisch. Fahren wir aber eine halbe Stunde. Scheiß drauf, wir probieren es einfach aus. Überlegen wir mal, hier wird es halt schon weniger, das heißt, wir brauchen auch nur bis 20 Uhr fahren. Und hier können wir eigentlich auch ab 5 Uhr. Ab hier können wir fahren, ab 5:17 Uhr. Genau, 5:17 Uhr. Und ich versuche auch gleich mal. Das werde ich zwar nicht hinbekommen. Aber das wäre Goetheplatz. Nee, das kriege ich nicht hin mit um und 30. Nee, das wird leider nichts. Es sei denn, wir verkürzen die Einsatzfahrt nochmal ein bisschen. Da sind wir nämlich. Eine Minute? 5:14 Uhr. Fährt der erste, da sind wir nämlich, genau, sind wir nämlich immer 30 und um am Goetheplatz. Das ist gar nicht schlecht. Aber hier hinten verzögert sich das dann wieder, komischerweise. Irgendwo, nee, ach hier doch, nee, alles gut. Klappt. Passt, das passt, Mensch. So, dann gucken wir nochmal auf den Rückweg zum Goetheplatz, da sind wir halt 52 da, ne? Ja.
Müssen wir so hinnehmen. Das geht jetzt nicht anders. Dafür haben wir noch nicht das Personal, um da hier so einen Takt reinzubekommen. Das geht leider nicht. Das kriegen wir noch nicht hin. Nee, das machen wir auch noch nicht. Nee, wir lassen 5:14 Uhr bis 20 Uhr. Das passt. Das Ganze nennen wir auch noch. Ja. Mo bis so. Von O bis O, genau. genau, und hier haben wir dann genug Pause. Das heißt, wenn wir mal reingucken, der erste Bus fährt 5:14 Uhr los, kommt 6:06 Uhr an. Und 6:14 Uhr geht es für den dann schon weiter. Genau, 5:44 Uhr fährt der, 36 bis 44. Mensch, da haben wir jetzt schon mal mehr Pause reinbekommen als in echt. Da haben wir sogar fast 10 Minuten. Naja, ein bisschen weniger. 8 Minuten Pause. In echt haben wir nur 5. Nee, aber das ist okay. Das ist okay. Das kriegt man hin. Okay, gut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, akzeptieren wir das mal. Also, oh, die Zeit läuft sogar. Bestätigen. Können wir da jetzt schon. Das ist doof. Ich wollte eigentlich die Zeit anhalten. Das ist jetzt scheiße. Ah, okay. Okay. Super, super, super. Jetzt kann ich zuweisen. Der hat uns doch gesagt, ach, jetzt müssen wir noch einen Bus kaufen oder was? Das geht mir jetzt hier gar nicht auf den Sack. Bis 13:40 Uhr. Bis 14 Uhr, bis 13:10 Uhr. Scheiße. Es ist kein Bus verfügbar. Ey, ne. Mist. Mist, Mist, Mist. Jetzt haben wir hier ein großes Problem. Jetzt haben wir hier ein richtig fettes Problem. Weil ich dachte nämlich, okay, oh, der hat einen Motor im Arsch. Scheiße. Jetzt haben wir ein fettes Problem. Jetzt stürzen wir uns nämlich natürlich ins Minus. Und das werden wir jetzt auch nicht schaffen, die zu reparieren, die Busse. Das werden wir jetzt nicht schaffen. Ich überlege, das ist jetzt zwar richtige Geldverschwendung, aber ob ich jetzt einfach hier. Der hat einen Keilriemen kaputt. Ich kaufe jetzt erstmal den hier für 6,8. Das ist okay. Da sollte nämlich der auch gleich kommen. Und jetzt bestellen wir nochmal einen Motor. Was hat er da kaputt? Ich glaube, einen Motor. Ach, bin ich doof. Der hatte die Reifen und Motoröl brauchen wir. So, das heißt, wir bestellen erstmal Reifen einmal und ein Motoröl auch einmal und machen das sofort. Ah, das wird teuer. Das ist scheiße teuer. Das ist jetzt doof. Und das haben wir gerade gehabt. Und der hat ein Motorlicht kaputt. Das wird auch wieder teuer. Der hat Motor und das Licht kaputt. Auch wieder sofort 2000 Latten. Das hätte ich besser planen müssen. Das war doof. Der ist halt auch nicht unbedingt geil, ne? Aber den können wir wenigstens erstmal einsetzen. Ja, der wird jetzt mit Verspätung rausfahren, oder? Nee, komm. Das ist jetzt. Das hätte ich besser machen müssen. Ich hätte die Schichten einzeln planen müssen. Hätte ich die Schichten einzeln geplant, hätte ich das besser hinbekommen. Na gut, man macht ja auch Fehler, ne? Also, wir nehmen dann logischerweise den Bus hier. Ist jetzt zwar nicht unser Qualitätsstandard hier mit den Reinigen, also weil das sehr dreckig ist. Aber was willst du machen, ne? So, du machst erstmal. Komm, räumt das doch bitte ins Lager schnell rein. Die paar Pakete. Bitte. Das war knapp. Das war knapp.
Jetzt können wir reparieren. So, jetzt aber bitte schnell. Ja, der wird zu spät rausfahren, definitiv. Das können wir auch nicht ändern jetzt. Ja, verspätete Zuweisung. Jetzt machst du mal ein bisschen Eier, bitte. Weil ich brauche den Bus und zwar sofort. Möglicherweise jetzt. Jetzt geht schon die Sonne auf. Ja, das ist doof. Gut, jetzt haben wir beide zu spät, das ist kein Problem. Dann lassen wir den jetzt schon mal reparieren. So, bitteschön. Dich weisen wir hier schnell zu und du nimmst ihn direkt mit. Sehr gut. Okay, gewaschen, getankt ist er ja. Gut, von außen nicht, aber das ist jetzt nicht das Problem. Ah, der wird zu viel Verspätung haben. Der müsste eigentlich jetzt schon auf Linie sein. Der müsste jetzt schon an der Starthaltestelle sein. Ah, das ist Kacke. Das ist doof. Das ist sehr doof. Hoffentlich wird die Schicht nicht. Ach, Kacke, jetzt wurde auch noch die Schicht abgesagt. Ach. Das heißt, wir können auch nicht in den gewünschten Takt fahren. Ja, der hat 6 Minuten Verspätung. Oh, scheiße, der Alte. Ach nein, der andere hat 30 Minuten auf der Uhr. Also ich sehe schon, die negativen Bewertungen, die werden hier definitiv reinflattern. Da streiten wir uns gar nicht drüber. 2,70, eine Fahrt. Ja, lassen wir auch erstmal so, das ist Geld. Ja, das lassen wir so. Ja, wie gesagt, ich versuche das hier auch ohne Kredite hinzubekommen. Das Ganze. Ja, dann können wir den hier auch als Reserve nehmen. Was heißt Reserve? Als Dings hier. Wir haben auch nur zwei Busfahrer. Wir müssen mehr Busfahrer einstellen, sehe ich gerade. Und es sind wieder nur voll ver. Nein, doch nicht. Ja gut, die sind zwar auch teuer, aber die nehmen wir erstmal. Weil wir müssen bedenken, es gibt dann auch noch eine Spätschicht. Und das ist Kacke. Das ist richtig Kacke. Weil es dann gibt es noch eine Spätschicht. Und die müssen wir auch noch zuweisen. So, das heißt, wir können uns auch gleich noch weitere Busse kaufen. Wir kommen einfach nicht drum rum. Wir brauchen wirklich die 5 Busse bei uns. 6,1. Wie wär's mit 5,9? Jawohl. So, haben wir noch einen guten irgendwo dabei? Ja, hier oben. Für 4. Oh, 4,9. Da muss ich zuschlagen. 4,7. Jawohl. Das ist super. So, wie viele Busse haben wir jetzt? 2, 4, 5. Wir haben 5 Busse, 2, 4, 5 Parkplätze. Das ist super. Du gehst direkt tanken. Und dich reparieren wir gleich. Wir haben keine Reifen mehr. Das gibt's nicht. Wir haben auch kein Licht. Wieso haben wir denn kein Licht? Wir müssen doch eigentlich. Müssten wir doch welches haben. Wir bestellen auch gleich noch einen Motor mit. Drei Blinker. Drei Wischer, dreimal Öl, dreimal Keilriemen und drei Reifen und machen wir Bremsbeläge auch noch mit und einen Router und sofort bitte. Scheiße, 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 ey. Mist. So, WESW, das ist dann dementsprechend die 103. Und du bist die 104. So. Mega gut. So, jetzt macht hier mal Eier. Habe ich nicht genug Personal oder was? Nehmt euch mal jeder hier mal ein Päckchen unter das Arm und zack rein damit bitte. Und das ist ein bisschen zackig. Wir haben keine Zeit. Ja, die sind noch nicht, natürlich noch nicht im Lager. Dann reinige du mal bitte den Bus und du auch. Und wir haben keinen zweiten Reinigungskraft. Mist. Wir haben wirklich gar nichts mehr, aber ich habe doch bestellt, oder? Ich habe doch genug bestellt eigentlich. Ne, ist ja nicht so schlimm. Ist ja überhaupt eigentlich gar nicht so schlimm. So, also wir sehen hier, es läuft ganz gut, 15 Minuten und 37 Minuten. Scheiße.
Der bekommt die auch, denke ich mal, nicht raus, die Verspätung jetzt. Wenn wir jetzt hier mal gucken. Ja, der hält hier natürlich überall, ne? Was ist denn das für ein Scheiß? Wir fahren hier rum. Ja. Das geht jetzt nur ganz langsam weg. Hätten wir den anderen Bus, dann hätten wir auch mehr machen können. Dann hätten wir mehr Möglichkeiten gehabt, die Verspätung wegzunehmen. Ein Verstärker einsetzen bringt natürlich jetzt auch nichts, weil der oben nicht stehen bleibt, wenn ich einen Verstärker einsetze. Ja, das ist natürlich jetzt doof, ne? Das ist extrem doof. So, natürlich, die Reinigungskräfte tragen natürlich gerade Pakete rein, das ist sehr gut. Anstatt den Bus zu reinigen. Oh, Leute. Können wir wenigstens schon reparieren? Nee, können wir nicht. Alles nicht. Scheiße. Naja. Gut, okay. Also ich würde sagen, auch diesmal war es das wieder für diese Folge. Passt schon 30 Minuten. Jojojo. Ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne?